voller Freude wieder den Tippi. Arsch. Da hat der erste Hit schon gereicht. So. Und hier, die töten wir natürlich auch wieder. Och, haust du uns? Glückwunsch. So wenig Ausdauer gehabt. So, weg mit dir. Und dann geht ihr... Ach, wir heilen uns einfach mal. Hierhin, dann wartet sogar noch ein Gegner mehr hier auf euch. Zack, einmal der. Oh, falsch. Egal. Und mit dem Schlüssel, den wir auf dem Dach gefunden hatten, könnt ihr die Tür öffnen. Hier durchgehen. Und findet auf diesem Vorsprung den verrosteten Eisenring. Mit dem könnt ihr in Wasser und diesem Schlamm im Sumpf ungehindert rumlaufen. Und ja, das ist schon hier und da recht nützlich, vor allem wenn man gegen eine Hydra im Wasser kämpft oder so. Deswegen ist der Ring immer gerne gesehen. Hier haben wir jetzt den übelsten Secret-Punkt, ja. Da kann man nichts machen, außer rumstehen. Und deswegen verlassen wir das Undead Asylum gleich wieder. Durch die Vordertür. Ich hasse dich. Wunderbar, keiner droppt was. Ich hätte gern so eine Fackel gehabt. St. Martin, St. Martin. Hier haben wir ja auch noch die Quarrow, mit der wir was tauschen könnten, was wir aber nicht machen. Und fliegen jetzt wieder zurück ins... zum Feuerbandschrein. Klassische Eitarnung. Habe ich von Metal Gear Solid, nur ohne Kiste. Und da sind wir auch schon wieder. Yay. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl gehabt, das wäre eine Sequenz und ich sollte nicht reden. Naja. So, was machen wir? Jetzt sammeln wir das... Verdammte Hacke. War das knapp. Ungewollt, vor allem gewollt. Ja. Wo waren wir? Bei dem Zeug einsammeln, genau. Zudem haben wir hier noch so einen lustigen Typi. Das ist der Königssucher Framd. Der wird uns eigentlich nur sagen, dass wir jetzt durch Sens Festung nach Anor Londo sollen und das Herrschergefäß an uns nehmen sollen. Mit ihm möchte ich aber nicht reden, denn ich möchte euch jemand anders vorstellen später. Oder? Ja, ich möchte euch jemand anders vorstellen. So, wir brauchen ein paar Seelen, also futtern wir diese. Da machen wir nämlich gerade noch ein Level-Up. So, die geben immerhin... Ups. Nicht den Estus benutzen. Vollidiot. So, was haben wir denn? Die des Mondlichtschmetterlings und die der... Ach komm, Mondlichtschmetterling, dich brauchen wir eh nicht. Wow. Hardcore. Nicht verlassen, nein. Ach, eine Verdrückerei nach der anderen. Noch 2000, okay. Ach komm, Quilak essen brauchen wir auch nicht. Ja, einmal naschen. Okay. Das ist eine Menge. So. Wo wollten wir denn jetzt hin? Wir haben das Asylum beendet. Ja, das ist alles tot. Ja, genau. Bevor wir in Sens Festung reingehen, gehen wir in die Katarara Kombobobon. Und da geht's nicht hier lang. Denn da ist noch was Bestimmtes, was ich gerne akquirieren möchte, bevor wir uns dahin begeben. So. Ja, der Friedhof mit den lustigen Skeletten, die einem auf den Senkel gehen und so weiter. Schade.
Und zack. Und bam. Eine Seele. Yeah. Ja, hier haben wir am Anfang den Zweihänder ergattert. Da waren die Viecher aber noch ein bisschen stärker. Jetzt ist das nicht mehr so dramatisch. Es ist eigentlich gar nicht mehr dramatisch. So viel dazu. So, hier könnt ihr auch die zwei Skelette dort hinten umgehen. Aber sonst ist hier nichts außer dem Kaudekus-Schild, an das ich mich jetzt gar nicht erinnern kann. Das werden wir uns gleich durchlesen. Nicht so, sondern so. Mhm. Wo bist du denn? Hölzerner Rundschild aus Lordran. Er ist mit einem blauen Kaudekus, einem uralten Symbol, verziert. Lordrans riesige Bäume stammen von den mächtigen Steinurbäumen ab. Dieser Schild hat deren Eigenschaften geerbt und das Holz reduziert Magieschaden beträchtlich. Um 65%, okay. Schön für dich, Schild. Hätten wir da sterben können? Wir hätten da definitiv sterben können, ja. Ja, kommt ihr nur, ist mir egal. Obwohl, nein, doch nicht egal. So, du bitte auch. Danke. Denn hier haben wir eine wunderschöne Aussicht auf die verbleibende Stadt. Und wie groß dieses ganze Gebiet eigentlich ist. Boah. So, aber jetzt gehen wir erstmal in die Katakomben. Wo ich es mir unnötig schwer mache, aber ich will das. Ich mache das gerne so. Ist ja kein Standard durchspielen das hier, sondern ihr seht, wie ich das immer so kompliziert mache. Aua. Mach du auch Bumm. Sehr schön, danke. Wie ihr seht, kriegen wir keine Seelen, denn die Viecher stehen wieder auf. Aufgrund eines Nekromanten in der Nähe. So. Einmal hier runter. Einmal hier alles ignorieren, was aufsteht. Hier genauso ignorieren. Einfach hier vorbei. Und dem auf den Äumel hauen. Denn der belebt den ganzen Schmarrn wieder. So. Gleich rasten, bevor alles runterkommt. Verdammt. Gut, dass du keinen Schaden machst, Kumpel. Was, wir können Zauberei einstimmen? Wieso können wir... Ah, gut, ich dachte schon. So, dann den Hebel betätigen. Das ist wichtig. Warum, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das dreht die erste Brücke um. Und da wir diesen Feuerheini jetzt getötet haben, tauchen die Skelette auch nicht mehr... gut, sie tauchen immer wieder auf, aber sie stehen nicht immer wieder auf. Das heißt, einmal umgehauen, bleiben sie unten, wir kriegen die Seelen. Bei denen hier ist das jetzt nicht der Fall, denn da hinten steht so ein lustiger Feuerheini rum. Und den müssen wir erstmal umnatzen. Darum werden diese Viecher auch wieder aufstehen, genauso wie die beiden. Oh, dass der jetzt... Nein, kein Fokus, falsch. Dass der jetzt so nach hinten geschubst wird, habe ich nicht erwartet. Wo bist du denn? So, Opa tot. Wir glücklich. Sehr schön, es verfolgt uns nichts. Gut. Dann haben wir jetzt schon mal die halbe Miete. Oh nein, Schild hoch. Ich liebe das, wenn die so eine Slam-Attacke raushauen. Hm, haben wir was bekommen? Nö. Was ist denn das für ein Akt? Will ich da auf meinem Schild balancieren? Wer bist du denn? Der Häuptling von Asterix und Obelix oder was? Ich liebe dieses Schwert. Ah, der Falkenschnabel. Naja, den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Nur fies, dass man die töten kann, bevor sie was machen können. Aber ich beschwere mich nicht. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Mach deinen Spiralflug. Alles ist erlaubt. Ist hier auch noch einer? Nö, der andere ist... Hier. Ja, schieß mich nur an, wenn es dich glücklich macht. Gluck, gluck, gluck. So, haben wir hier die erste Brücke, die wir nicht überqueren können. Problem ist, einmal, hier sind Skelette. Zweimal, die bleiben nicht tot.
Und zwar einige. Ist aber nicht so schlimm. Ihr geht einfach hin, betätigt den lustigen Schalter. Hebel, wie auch immer. Sammelt euch das Shiny hier. Ein Shiny. Wir hauen den jetzt um, so. Oh, oh, was? Was? Der hat geblockt. Gibt's ja gar nicht. So. Haben die Bahn frei und rennen jetzt da hinten drauf. Problem, da warten Skelette und ein lustiger Feuermann. So, wir sparen uns jetzt ein wenig die Ausdauer. Den werden wir auch noch töten, denn er wird sonst später ein Problem darstellen. Und wir mögen keine Probleme. So. Oh, da hat was gedroppt. Bitte eine Schädellaterne. Yes, die braucht man auch später. So. Oh. Mann, Kumpel. Ich will nichts von euch. Geht mir nicht so. Rückt mir nicht so auf die Pelle. Ist voll unsozial. Hier runtergerollt. Mache ich immer gern. Und dann einfach hier vorbei, den ganzen Weg. Trullulul. Hier ist eine Wand zum Kaputthauen. Die ist recht offensichtlich noch. Und was finden wir dann hier oben? Ein Leuchtfeuer. Ja, das war jetzt ein bisschen spät. Ich weiß, ihr habt schon 3 Sekunden gesehen, aber... Was? Uns fehlen 200 noch was Seelen. Nee, du nicht, sondern ihr. Zack. Oh, 400, da sind das sogar. Gut. Aufsteigen. Stärke gibt noch 5 Punkte, das ist okay. Zack. Vor allem die Skalierung steigt ja dann auch. Wir waren eben bei 200. Jetzt sind wir bei 211. Sehr schöne Sache. Ja, was auch immer du da für Stacheln ausfährst, ist mir egal. Hier trefft ihr normal einen NPC, wenn ihr, bevor ihr die Glocken, glaube ich, läutet, hier runter geht. Ist gut, dass er nicht da ist, sonst würde ich ihn töten, weil ich ihn hasse. Denn ihr dreht jetzt die Brücke dort hinten links um. Und wenn ihr dann runter geht, auf der Brücke seid, dreht der sie wieder um. Und dafür könnte ich ihn jedes Mal töten. So, was mache ich jetzt? Ich gehe wieder ganz unkonventionell. Und zwar ganz einfach rolle ich hier hin. Richtig sogar, yay. Oh nein, ich scheiß aufs Konventionelle. Da ist ein Laternentypi gewesen. Und für jeden, den ich davon töte, bin ich... Aua. Sollen wir es doch unkonventionell... Ach, dann machen wir es doch konventionell, so. So, hier wird kurz die Schädellaterne ausgepackt. Denn wenn ihr hier falsch fallt, habt ihr ein Problem. Ihr seid tot. So. So, wo wollen wir hin? Auf den Vorsprung schaffe ich es nie. Das ist das Dämliche. Schaffen wir es aufs Shiny wahrscheinlich, ne? Versuchen wir es mal. Und daneben. Und tot! Mit einem kräftigen... Egal, das machen wir jetzt. Wir nehmen jetzt den Weg. Ich will euch den Schmied zeigen. Und dann kämpfen wir uns dadurch und machen dies und jenes. Ja. Vor allem habe ich jetzt 5 Menschlichkeit verloren und ich hasse es, Menschlichkeit zu verlieren. Oh, wir haben noch die normale Rolle. Sehr schön. Dann bleibt die Laterne im Slot. So. Machen wir den ganzen Schmarrn wieder. Was heißt den ganzen Schmarrn, ne? So, einmal hierhin rollen, einmal hierhin springen. Den anderen Weg nehme ich nochmal. Wenn man dann hier durchgeht und da links runterfällt. Aber jetzt will ich euch mal den Schmied zeigen. Ach, machen wir gerade die Tür auf. Alles Mögliche gibt's hier. Sorry, dass ich nicht so ganz für die Neulinge spiele, aber... Das habe ich auch nicht vor. So, wieder einmal leuchten. Ach, da kommen wir doch nirgendwo hin. Oh, verdammt. Ja, ich tue mich recht schwer mit dem Sprung, ne? Ich wollte ja jetzt mal meinen Todescounter hochtreiben. Deswegen mache ich das hier. Das hat keinen anderen Grund. Nein, nein. Ja. Und dann nochmal das Ganze.
wir kriegen ja zum Glück die Seelen, außer wir verkacken jetzt beim Rumrollen. Was durchaus passieren kann und dann ist es mal trotzdem egal. So. Hopp. Yes. So, dann kriegen wir auch immer 100 Seelen mehr. Yay. So, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Versuchen wir es nochmal. Okay, gehen ist das Stichwort. Eine grüne Scherbe, die werdet ihr bei diesem Schmied brauchen. Laterne. Okay. So. Einmal trinken. Und dann hier durchfallen. Und jetzt wird's übel. Auf dem engen Raum das Vieh hier erstmal umbringen, ne? Nein, Quatsch. Das ist der Schmied. Er schmiedet um des Schmiedens willen, sonst nichts. So, und hoffentlich kommen jetzt nicht die lustigen Attackendinger da. Ja, bei dem können wir auch unser Zeug verstärken. Erst wird mal repariert, das wird, glaube ich, auch mal Zeit. Na, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, aber das nutzt sich ja alles kaum ab. So, dann verstärk mal. Was kannst du denn verstärken? Was hast du denn alles? Ups, das war falsch. Die Dämonenmachete. Mhm. Und wo haben wir es denn? Die Dämonengroßaxt. Ich weiß nicht, was nachher besser skaliert. Also skalieren tut die besser, aber ob die auch besser ist, weil sie hat ein schlechtes Moveset, soweit ich weiß. So, viel mehr haben wir jetzt eh nicht. Reden möchte auch nicht. Kleine Scherben, Waffenkisten, Pfeile. Ja. Ihr ruiniert meine Konzentration, wollte er sagen. Bei ihm kriegt ihr halt eben interessante Items. Bei ihm könnt ihr mit einer interessanten Glut, da könnt ihr dann Feuerwaffen herstellen. Und da kommen schon ganz viele. Ich hasse diese Pinwheels. Aber wir haben genug Poise, um mit denen fertig zu werden. Ah. Poise ist die Balance. Und dann können die uns nicht so leicht staggern. Und wir verrecken nicht. Eieieiei. Ich finde, das ist mit der schwerste Teil in diesem Gebiet. Oh, es will nicht. Auch gut. Noch mehr? Okay, da hinten sind noch welche und da haben wir einen schwarzen Ritter, der uns ganz lieb hat. Das ist doch nicht die Großaxt, oder? Ist das die Großaxt? Nein. Oh oh. Ah, wir hätten sie eh nicht bekommen. Na dann. Ich glaube, die Großaxt ist es nicht. Das war die kleine. Denn die Großaxt kriegt man normal nur in Anor Londo. Oh, schön. Weg mit dir. Lass looten. Kurzbogen. Yay. So, dann gehen wir jetzt gerade noch hier hoch. Das bietet sich an. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in der Nähe mit Nito einen Pakt schließen. Dann kriegt ihr ein tolles Schwert, einen interessanten Zauber, ein Item zum Nerven anderer Spieler. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Einmal hier durchbrechen. Und eine Seele kassieren. Yay. Gut. Oh, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Au. Und das wäre recht tödlich für uns, wenn wir nicht so gute Rüstung und hohe Balance hätten. Ja, bleib doch da. Weil sie manchmal dann einen in die Ecke drängen und ja, dann einfach tot rollen. Und dann war's das. Aber wir haben das ja gut geschafft und laufen hier über die ganzen Leichen und Knochen. Begeben uns zum nächsten sauschweren, schwersten Boss im Spiel. Ich frage mich, ob ich einen One-Hitted bekomme.
Schauen wir mal. Wenn ich jetzt sterbe, dann... Oh, scheiße. Dann lacht mich bitte aus. Bitte. Dann habe ich es verdient. So. Das ist ein recht einfacher Boss, der nicht viel kann. Er teilt sich jetzt und... Wow, kein One-Hit, scheiße. Ah! Okay, jetzt fail ich ein wenig. Mein Schild bitte. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben, was soll denn das? Geh weg, Kopie, ich komme nicht an den richtigen dran. Oh, verdammt. Oh, das hat gesessen und noch einer... Ja, der teilt sich in mehrere und dann kann man halt eben umhauen, wenn man den richtigen trifft. Durch die Kunst des Entfachens kannst du Leuchtfeuer stärker entfachen. Maske der Mutter, die habe ich nie bekommen. Was macht die? Maske der Mama. Bringt gar keine Verteidigung, aber die Maske, die der gütigen Mutter gehört, erhöht die Zahl der TP geringfügig. Um 82 bei uns. Also circa 10%. 10%. Tatsächlich. Naja, okay. Schön für die Maske. Wir gehen uns jetzt noch was abholen und dann porten wir uns hier raus, weil es eigentlich unnötig ist, wenn wir uns zum nächsten Leuchtfeuer begeben, weil wir dann auch wieder rauskriechen müssen. Und eh nochmal hier hin müssen. Wobei wir dann nicht durch den ganzen Scheiß hier müssen, aber dann müssen wir durch den ganzen Scheiß wieder raus. Nö, das ist unnötig. Wir gehen jetzt raus und dann ist gut. Aber sammeln halt eben noch den Scheiß hier ein. Ja, ich sag jetzt ganz oft Scheiß, weil das sau cool ist und so. Nee, Quatsch. Ja, genau das wollten wir noch einsammeln. Eine Seele. Und jetzt porten wir uns hier weg. Zwar nicht ganz raus, aber immerhin. Mit der Kunst des Entfachens können wir Leuchtfeuer auf plus... auf 20 Flasks erhöhen. Was schon... Oh, leveln. Seele verbrauchen. Ja. Das reicht nicht, oder? Nee, das reicht nicht. So. Mit der können wir die Leuchtfeuer komplett entfachen. Und zwar so, dass wir halt eben 20... Flasks im Ende. Ach komm. Am Ende bekommen. Gibt's ja nicht, dass das so knapp ist. Fünf Seelen. Egal. Benutzen. Und dann leveln wir jetzt. So. Zack, zack. 40. Wunderbar. Ab jetzt skaliert das ein bisschen schlechter. Ja, beides. Skaliert schlechter und gibt uns weniger pro Stärke. Also Schaden pro Stärke. Ah, die könnten wir jetzt benutzen. Was hatten die für ein Moveset? Wow. Mhm. Falsch. Ach du Scheiße, das dauert ja ewig. Oh Mann, damit trifft man ja gar nichts. Ich frage mich, wie Poise-Breaking das ist. Also wie stark das einen ins Staggern bringt. Das müsste es ja dann doch schon ganz schön. Das Moveset ist jetzt nicht so besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der R2-Angriff braucht ganz schön lange. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich gern überraschen und eines Besseren belehren. Aber jetzt will ich erst mal schauen, was war das? Wie gut die Machete ist, wie die Axt ist, was für ein Moveset die hat. Und ja, so, haben wir hier noch was? Hier war doch noch was.
Ja, rollt ihr nur da rum. Das ist mir doch egal. Ich hacke mir den Weg frei. Oh yeah. Im New Game Plus geht das nicht mehr so einfach. Da muss man dann doch schon aufpassen, weil alles ein bisschen mehr Schaden macht. Ich glaube, New Game Plus war doppelt so viel Schaden, oder? Ach was, wir ziehen noch den Ring von Kalamit an und dann geht's ab. Wow. Das habe ich ja jetzt noch nie gesehen. Rache. Oh, funktioniert. Scheiße. Mistvieh, du hast mich... Das hat uns pariert. Das finde ich jetzt... Ach, das ist doch dreist. Uns zu parieren. Frechheit. Weg mit dir. Und einmal durch den Pfeil... Oh, zu früh. Dann du. Ich dachte, du rennst runter. Wo ist es? Ach, da. Ach, Spiel. Puh. So, wo geht's weiter? Der hat schon Angst vor uns und begeht einen Selbstmord. Aber ich muss echt sagen, ich bin jetzt gespannt auf New Game Plus, wie das dann damit läuft, weil das geht eigentlich, das hier. Bis auf Artorias und Manus bin ich recht, recht sicher, sage ich jetzt mal. Ich habe zwar immer noch Angst vor Kalamit, aber Kalamit geht eigentlich schon. Ein paar Tries und dann dürfte der auch liegen. Bei Artorias habe ich immer Angst, weil der Typ ist einfach unvorhersehbar. Oh, das fällt mir jetzt gerade mal wieder auf. Wie hier alles von diesen Käfern vollgeschwärmt ist. Proteine. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Und so weiter. Ey, ich will hier hoch. Wo ist die Leiter? Ah, da. Ich glaube, ich gucke mir mal gleich noch König der Löwen an. Passt doch Dark Souls spielen und dann König der... Schmeiß mich nicht runter. Drecksack. Und dann direkt danach eine Runde König der Löwen. Ja, yeah. Voll Hardcore. Weg. Geh mir aus dem Weg. Haha. So, Licht. Licht am Ende des Tunnels. Ich weiß, ich habe die Helligkeit schon recht hoch, aber nur um zu gucken, ob das bei der Qualität beziehungsweise ob das irgendwas ausmacht mit diesen schwarzen Pixel-Scheiß-Dingern. So, wunderbar. Damit sind wir schon gut. Oh, da sieht man schon den Bobbes vom Raben. Den ich ja für die Sündengöttin Velka halte. Was ich auch persönlich am coolsten finde, wenn man das so erzählt. Hier braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr da reinfallen solltet. Das dürfte nichts passieren eigentlich. Ihr müsst nur gucken, wie ihr nochmal rauskommt. Mit einem Homeward Bone, also einem Heimkehrknochen, dürfte das eigentlich gut sein. So. Wo wollten wir jetzt hin? Ah ja, genau. Wir gehen zum Schmied, denn dort ist das nächste Leuchtfeuer, welches uns auch... Hallo, Petrus. Oh, you again? Me? I've become separated from my lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Your Highness, where have you gone? I am entirely to blame for this. Oh, woe is me. I am unworthy, deathly so. Ja, der Typ ist das allerletzte. Er hat seine Kameraden im Stich gelassen und ist hierhin nochmal zurückgeflüchtet. Und wenn wir sie später retten, also seine Hoheit, seine Lady, werden wir sie hier oben treffen. Die wird dann nämlich hier hingehen, an diesem Schrein beten. Und Petrus gibt erst sich die Schuld, dann gibt er ihr die Schuld. Und dann will er sie auch töten. Und tut das auch. Ja, meistens töte ich zuerst Petrus und sie dann auch. Ich bin da relativ...
chaotisch veranlagt. Ich mag sie eh nicht so. Ich meine, warum muss jeder einzelne Untote das für sich machen, anstatt dass sie versuchen, sich zu helfen? Aber nein, I am a lady. Oh, ich bin eine Lady. Ich mache Lady-Sachen. Ja, und deswegen muss sie alles alleine machen. So, wunderbar, jetzt sind wir in der Kirche. In der Gemeinde der Untoten. Kirche der Untoten? Nein, Gemeinde? Ach, keine Ahnung. Gemeinde der Untoten, so heißt das nachher, ja. So, und machen uns dann mal ein wenig menschlich. Um dieses Leuchtfeuer hier ein wenig zu entzünden. So, einmal. Damit könnte ich mir aber Sans Fortress sehr schwer machen, da gerne mal invasioniert wird. Aber was soll's, wir packen das. Und ihr seht, wie pornös groß das Feuer wird. Und jetzt haben wir 20 Flasks. Super. Und was sage ich so schön? Damit beende ich dann die Aufnahme und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.